Im Psalm 119, damit höre ich auf. Psalm 119, Vers 68. Du bist gut, Gott, und du tust Gutes. Du bist gut, Gott, und du tust Gutes. Und genau das möchte Gott heute tun. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, du bist bei den Schwachen gegenwärtig. Du hilfst den Schwachen. Halleluja, du stehst den Elenden bei. Du willst, dass deine Menschen glücklich sind. Du hast sie so geschaffen und so angelegt, dass sie rufen können, und du bist ein Hörer der Gebete, himmlischer Gott, ich danke dir und hilf, dass meine Geschwister aktiv werden, im Geist und im Glauben, Halleluja, dass sie die jetzigen Gaben, die sie haben, gebrauchen und einsetzen und Gewinn machen in ihrem Leben und dass sie nicht an dir zweifeln als eine vorübergehende Erscheinung, Vater im Himmel, oh, das hilft ihnen, dass sie sich ihren Problemen stellen und die Probleme knacken und die Probleme lösen, Kraft Gottes, Stärke, meine Hörer, egal wo sie sind jetzt im Augenblick, auch wenn sie im Urlaub sind, jetzt, Herr Jesus, hilf, dass sie anfangen, mit dir zu rechnen, in der Krankheit, dir vertrauen in ihrer Not und nicht zweifeln an deiner Macht, Herr Jesus, und hilf, dass sie vergessen die verlorenen Schlachten, die sie in ihrem Leben gefochten haben und vielleicht nichts draus geworden ist. Hilf ihnen, dass sie weitermachen, die zweite Meile, lieber Gott. Halleluja, dass sie einfach dir vertrauen, dass du neue Türen aufmachst und dass sie auf neue Menschen zugehen können wieder in der Kraft des Heiligen Geistes. Hilf, dass sie die zweite Meile marschieren in Jesu Namen. Halleluja. Und dass sie das Gewohnte, das Bisherige verlassen und weitermachen, weil du hast gesagt, dass ich bin bei euch und worauf sie deinen Fuß setzen wird, das Land wird dir gehören. Dein Segen liegt auf die zweite Meile, lieber Heiland. Halleluja, himmlischer Vater, ermutige heute deine Kinder, weiter über ihren Schatten zu gehen und zu springen. Herr, was Neues zu tun, mach aus jedem einzelnen Hörer einen Helden. Oh, Glory, das ist, was ich erwarte, auch hier aus dieser Predigt. Mach sie zu einem Helden. Mein Gott, du bist gut und du tust Gutes, auch heute an diesem Tag, während wir die Predigt fertig gehört haben. In Jesu Namen. Amen.